Und da werden wir wieder mit Dark Souls. Diesmal ist der liebe Flo auch mit dabei. Bitte sitzt an einer anderen Stelle. Was? Flo hat meinen Platz geklaut. Hatet ihn. Hatet ihn zu Tode. Hatet ihn in den Chats. Die Chats, hey. Actually nehme ich mir den jetzt hoch. Weil bis der stirbt oder so. Achso, okay. In meinem Schuler. In meinem Schuler. Komm doch in der Runde. So. Ich spring, ich steh da bestimmt auf den drauf, was da rechts ist. Wir haben die Stellung nochmal auf der Aufnahme drauf. Wir haben jetzt wieder die Falkenrüstung angezogen, anstatt die alte Rüstung, weil wegen Fatwolf, wie uns Flo das eben erklärt hat. Sprich, wir würden langsamer rollen und das soll ja nicht sein. So, dann sollten wir zurück erstmal farmen, noch 4000 Seelen, bis wir uns dann so einen Pharao-Stein. Richtig, ihr könntet dann gleichzeitig die Großen abfarmen, dann habt ihr nämlich sowohl das Schild als auch den Pharao-Stein in der Tasche. Ja, mach das doch. Ja, gerade dabei. So wie wir so eine Farm-Session die ganze Zeit gemacht haben. Achso, ja, Farm-Session gemacht. Ja, genau, eine ganze Stunde. Was habt ihr euch noch geholt? Level nur? Ja, nur Level. Ja. Genau. Und noch ein paar Pfeile haben. Zum Schwingern und so. Rumpussien meinst du? Okay. Ja, zum Rumpussen. Zum taktischen Rumpussen. Warte mal, lass uns mal was probieren. Warte. Ich habe gehört. Hier sind ja, actually macht man ja, wenn man alle tötet, kommen ja diese Dinger hoch, wo man hier diese Ringe ausfahren kann, ne? Ja. So, und ich glaube, einer ist schon ausgefahren hier. Ja. Ja, und ich habe gehört, wenn man runterspringt, fährt sich das automatisch hoch. Wenn du auf die Dinger drauf springst, probier das mal bitte. Wenn ich jetzt hier einfach runterspringen, ja, oder was? Angeblich. Aber ich weiß nicht, ob du schon alle drei hast oder nicht. Okay, hast du. Ja, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ja, hätte sein können, ne? Wenn du das jetzt so gehört hast, dann. Ich hab's doch jetzt ausprobiert. Ja. Musst du nicht bei jedem jetzt machen. Wie, bei jedem jetzt? Nein, das hat sich gerade bei Ihnen so angehört, als würden wir das jetzt bei jedem Ring, bei jedem Häuptling machen. Nein. Ich dachte nur, weil ich hab das gehört, dass das so ist, wenn du dann runterfällst. So, dass du nicht gleich so gefuckt bist, aber. Vielleicht sind da schon alle ausgefahren, was auch sein kann. Nee, eigentlich müsste noch jemand kommen, ja. Oder? Guck mal nach innen kurz. Doch, mindestens einer muss noch kommen. Ich schütze jetzt kurz mal die Limone aus, die Mette meine ich, weil die nervt mich. Man hört den Schlagsound actually nicht. Kann ich sauber sehen. Ja. Actually. Ja, ja, ist vielleicht schon ein bisschen zu laut wieder. Ich weiß nicht, wegen Mike. Das war vielleicht deswegen, dass wir es vorhin doppelt gehört haben. Danke. Mats haben wir doppelt gehört. Ich muss das jetzt ganz lecker hier ausdrücken. Haben wir wieder was gedroppt? Bestimmt. Ja, ein Augapfel. Die haben wir vorhin die ganze Zeit gedroppt. Yes. Ja, das bringt uns aber relativ wenig. Mhm. Das ist richtig. Wir haben schon durchgelesen, dass das irgendwie in Welt von einem Sündiger bringt. Mhm, das ist richtig. Was wie dieser blaue Clan? Nein. So, den holen wir wieder. Wir haben auch herausgefunden, dass wenn man jetzt hier auf R2 drückt, dass da der Feuerfall abgeschossen wird, am zweiten Ziel. Ja, richtig. Hast du sehr gut gemacht, Alex. Gerne. Muss auch mal die komischen Kinder loben. Die komischen Kinder. Der Spaß. Habt ihr das Feuer schon noch abgestellt? Nein, konnten wir nicht. Wir haben bisher noch keine große Titanit-Sterbe. Achso. Da ist nochmal wieder die gefürchtete Vierer-Kombo. Ja. Ja, den ist das vorhin nochmal gefickt. So. Immer auch randvoll. Ich hätte ja auch eine Theorie fast aufgestellt, weil es bei zwei miteinander geklappt hat, wo ich den letzten Hit mit den großen, Hit gemacht habe. Nein. Dachte ich, weil das noch nie zuvor war, dass es was macht. Ich finde das seine Theorien auf, wie man Auto fährt, sind immer wieder sehr leid. Oh, der lebt noch. Lebte noch. Mal wieder mal nichts. Also ich habe meins von denen bekommen hier. Wir nicht. Ja, ich auch nicht beim ersten Mal, aber später. Auch nicht nach einer Stunde.
So, kriegst du den Boss? Ja. Denke ich doch. Denkst du? Ja, ne, wie jeder Boss hat der Boss auch einen Special Move, den du schlecht predikten kannst in seinem Pattern. Ja, willst du es ausprobieren? Ja, von mir aus. Ja. Actually, ich glaub sogar. Nee, Quatsch, das hat das nicht ganz. Was? Ja, du dachtest einfach so, umso mehr Menschlichkeit du drin hattest, umso höher aber auch die Drop-Chance von Items. Ich mach mal deine Katze aus, und raus jetzt wieder aus. Ja. Das könnte jetzt noch so eine Weile gehen. Kette halt. Das ist ein nasser Pussy. Oh Mann. Also bist du bist ja eigentlich schon wieder noch ein Dreiviertel live. Ja. Aber ich würde sagen, wir gehen dann eh zum Feuer zurück und holen uns erstmal den Fahrer ausstellen. Was? So? Ja. Oder willst du dir eine Menschlichkeit reinhauen und dann die erste Splash? Komm, probieren. Ihr habt ja jetzt als Menschlichkeit oder bekommen eine Menge. Ja. Habt ihr bestimmt 10 oder so jetzt dabei? 11. Siehst du? 11? Kannst du. Ja, kannst du einfach zeigen. Nein, das machst du nicht. Den Menschen durch reinhauen. Was ist so? Ich hab jetzt die erste zu verballern. Hey, was willst du machen? Du willst? Das Menschen durch reinhauen? Ja, und dann erst es. Ja, aber jetzt eigentlich jetzt schon wieder zugehen davor. Warum denn? Damit du die Assists nicht verballerst. Damit sich die Assists, die wenn du zurückgehst, wieder aufhören würde, dass du die nicht verballerst. Ja, das dann. Ach so, Hütter. Erst. Aber das ist ja jetzt eigentlich egal, oder? Ja, wieso? Dass du die Assists nicht verballerst. Ja, wenn du jetzt in den Bosskampf gehst, wenn du jetzt ein Menschenbild reinhaust, nimmst du mindestens eine Estes, hast eine Estes weniger, hast du nur noch zwei Estes weniger. Wenn du jetzt. Ja, und ist doch egal. Ja, wenn du jetzt aber zum Dings gehen würdest. Okay, Maul. Außerdem hast du nur. Hast du eine genommen noch? Ich habe jetzt noch keine genommen. Aber du hast gesagt, dass du hast 11, aber du hast nur 10. Ja. Kannst du ja auch einen Stimmerstein haben. Ja, wir hatten das schon wieder umgeändert, vielleicht auch. Fick. Seid doch behindert, lass das doch mal. Nebeneinander. Ja, nein, das ist halt nur dazu da, dass man von Estes instant auf den Schimmerstein wechseln kann. Im Falle. So, jetzt gucken wir mal den Boss an. Ja, mal schauen. Ich hab den damals mit ein paar Level noch höher gemacht. Fuck. Der Move ist echt hier sehr, sehr stark. Ey, das würde ich nicht oder so, wenn das so noch wäre. Nee, das wäre Ali. Ach, hui, das ist ein Fehler. Ja, ich hätte mich schön hochgeworfen. Ja. Nein, ich bin nicht so gut wie du. Komm, Rainer. Warum immer noch genug Energie, um mindestens einen Schlag zu blocken oder räumen zu können? Zweiten Schlag einfach mal nur 25 Damage machst. Mhm. Du hattest aber gerade eben mit dem zweiten Schlag. Ja, was hatte ich? Stand da nur 25 da oder was? Ja. Vielleicht habe ich ihn irgendwie schlecht getroffen oder so. 25.000. Wahrscheinlich habe ich ihn am Dings getroffen, am Schwert. Also ich habe deine Frage gesehen. Stimmt, hast recht. Blockmäßig. Wahrscheinlich hat er mit seinem Schwert so geblockt. Ja.
Ah, Pikachu. In Dark Souls 1 war der halt, hatte der halt Blitz. Ja, immer wenn er in dieser Unterform ist. Der wäre mega schwer, hätte er noch so einen Grab Attack. Ja. Da wäre der mega beschissen. Da könntest du das hier gar nicht machen. Jawoll. So schön. Kommt danach jetzt ein Feuer? Nö, ja. Doch, kommt's. Ja, das ist jetzt. Alter, jetzt machen wir das wäre. Der ist, entweder macht er, ich glaube, der macht von Schwertern und Stichwaffen den Damage reducen. Oder erhöhen für dich, ich weiß gerade gar nicht. Ja, stärker Abwehr gegen Stoßangriffe, hau rein, hast immer noch Platz. Ja. So, das ist jetzt noch so ein Gildenführer. So ein, ich weiß, wie heißt das denn nochmal? Das ist nicht. Geh ich mal nicht rein. Dann haben wir noch zwei Truhen. Ja, die kannst du beide nehmen. Erstmal den hier. Ja. So. Vergängliche Seelen. Transient Being. This is no place. Be gone. Typen, der in Majula oben an dem Stein sitzt, anquatschen. You would never make a night of the blue. Wieder zu dem, dann be gone. Oh, das ist ein sinnloser Plan. Sinnloses Covenant. Covenant hieß das. Jetzt weiß ich es wieder. Okay. Ich hätte schon lange genug mitten davon. Ja. Da habt ihr jetzt 24k. Heilritter-Maske könnte gut sein. Der Zorro ist so schwer, das braucht er nicht. Aber die Heilritter-Maske wäre vielleicht gut. Ich wollte mir einfach mal. Ich glaube, das ist eine Mage-Maske. Ne, ist er nicht. Mach nochmal zurück. Ja, würde ich nehmen. Der hat so diesen Dings, dieser Hals, ne? Passiv-Damage. Ja. Sehr gut. Hinti. Arschlecken. Außerdem so ein schön. Ja, passt außerdem zu deiner Rüstung. Ja. So, links runter hast du jetzt einen Bonfire. Die Nachricht ist verschwunden. Nein. Ja. Weiß nicht, jetzt. Weiß nicht. Ich hätte jetzt nicht so. Ich sehe nicht Flo, aber ich hätte jetzt auch nicht so Flo vertraut. Kumpel. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt ein Schild trotzdem hochgenommen. Jetzt einfach nur ja, so. Nee, macht mir auch so, das ist ja richtig. Ich habe nur gesagt, dass ein Bonfire ist, nicht, ja, dass da kein Gegner sein könnte. Ja, reisen wir zurück nach Majula, holen uns den Stein und tun dann noch ein bisschen aufleveln. Ja, ich würde einmal, ich würde das, das noch mal kurz bei dem gucken, ob der noch ein Schwert hat, ein gutes. Was man alternativ zu dem führen könnte. Da oben dann, oder was? Das wäre der Typ, genau. Oder meinst du beim Schmied? Nee, erstmal bei dem könntest du jetzt anlabern, wenn du jetzt wollen würdest. Links hier sitzt jetzt der Pyromancer. Ach ne, der. Ich weiß gar nicht gerade, was der war. Der Typ, der an dem Hafen saß, an der Werft. Look at our new men, how they fret. Oh, dear me. So, ein Projekt Thorsten oder? Geste lernen erstmal. Immer Geste lernen. So, das sind neue Gesten. Kappa. Und jetzt, ja, der Look immer Thorsten. Weil das triggert halt manchmal auch Quests und wenn ich es nicht exportet, dann also kommst du einfach nicht weiter. Ja. So. Ja. So, die Flamme heilt und. The flame. Also, baut immer noch weiter. Did you know these intricate Symbole? You may know the. If you. Do you see that there was what you. Hades Tower in. But I don't. Leuchtfeuer. The flame you see. Ja, okay, dann ist ja. Ja, der hat wahrscheinlich einen längeren. These are messages in a rush. Oder mehrere verschiedene Dialoge, die halt einfach mal. Ja, genau, dann hol dir jetzt erstmal bei der links, bei der Köln links was innen. Give me that stone. Handy. Für morgen musst du den wieder kaufen. Den hast du nur, das ist ein One-Time-Use. So. Den gibt's auch später öfter zu kommen. So, hol dir mal. Wir holen uns später dann direkt noch die ganzen Humanity, wenn wir später mal einfach Geld übrig, ja, haben. Guck mal kurz, geh noch mal kurz drauf. Guck dir mal die Kappen an von dem, die Kappas. Und manche haben, das siehst du halt nicht, aber manche haben Special Effects. Da musst du X drücken, da siehst du den Text. Und hier zum Beispiel Effekt erhöht das Finden von Objekten. Also der macht zum Beispiel dein Item Loot erhöhen. Wenn du halt farmst, dann würde ich den aufsetzen. Zum Beispiel, wenn du jetzt das Ding vermisst, kannst du den kaufen, dann hast du so und so viel Prozent mehr Drop-Chance. Mhm. Was gut wäre, und es kostet nur 850, also könnte man das ruhig nehmen. 23, damit du dir übereinander schaffen kannst. Ja, genau. Und jetzt kannst du noch mal kurz zum Schmied gucken.
Thank you, kindly. Was? Ja. Er macht mir mehr Angst als Auslauf. Das ist sowieso die ganze Zeit dieselbe Mimik, Alter. Ja, neue Hütte hat man bei... Ja, komm. Komm mal runter. Nein. Doch, das Schwert ist auch gut. Das Breitschwert ist aber auch sehr gut. Weiter. Das hat auf jeden Fall mehr Charme als weiter. Das. Ja, aber das... Weiter. Das hat Blutturm. Ja, das ist aber scheiße. Das ist ein dolchmäßiges. Das Essen... Das sieht gut aus. Das ist ein Degen macht nur Stoßangriffe. Das ist scheiße. So, das sieht doch trotzdem gut aus. Ja, das sieht gut aus. Das ist scheiße. Geh mal nochmal nach ganz links. Ja, das ist aber besser, ne? Weil das hat ein CD-Scaling und das hat ein CC-Scaling. Hm. Und das heißt, das Scaling von dem wird noch exponentiell höher als das von dem Breitschwert. Aber das Breitschwert ist sehr, sehr gut. Wir haben unseres Schwert eben. Ja, ich weiß. Und wenn es mal im Kampf kaputt geht und du nicht beim Bombenfeuer bist, hast du kein Schwert mehr. Was gut ist. Ja, geh mal nochmal auf die Esstischflasche. Okay, gut. Das Reparaturpulver kann man sich später mal regeln. Ja, ich weiß nicht, wir können doch erstmal mit dem weiterlaufen. Ich meine nur. Ja, wir haben ja zur Not noch nebenbei Waffen drinnen. Don't waste my time. Ich füge meine ordentliche da rein, oder ist das ein gutes gewesen? Das hatte ich ja nur mal getan. Ja. Tut dir den zweiten Zug noch aus. Das ist halt auch schwer. Ja, nimm mal, geh mal rein. Guck mal, was du noch hast. Nein. Soldatenschwert haben wir noch eins, dann haben wir 60, ne, dann nehmen wir, dann nehmen wir halt einen Fußsoldaten. Oh, warte mal, was machen denn rechts die Dinger? Rechts diese Äxte. Warte. CD und was hat die kleine Axt da in der Mitte? Seh nicht. Guck mal bei helle Borde. Ja, aber ist scheiße. Die würde ich als zweiter verrechnen. Bis wir was Besseres haben. Ja. Ja, und jetzt kann ich Hut aufsetzen und noch eine Runde fahren, oder nicht? Wir leveln uns mal. Ja, ja stimmt, haben wir auch noch. Oder wir wollen uns erstmal den Ausdauerring. Ja, erstmal leveln. Ja, und dann den Ausdauerring. Ja, richtig. Bearer. Wir wollen jetzt einfach Stärke erstmal wieder brauchen. Ja, richtig. Aber so Stärke jetzt. Ja, Geschicklichkeit auf jeden Fall. Hau mal, für was brauchen wir Geschicklichkeit? Das ist eine Frage. Was hast du? Für was brauchen wir Geschicklichkeit? Nur so. Als Stat für Waffen, dass du dich führen kannst. Achso, okay. Irgendwie, das siehst, deine Angriffsgeschwindigkeit geht halt noch hoch. Ja. Also immer diese hell unterlegten, das wird halt verbessert. Deine Angriffsgeschwindigkeit kriegst ein bisschen mehr Leben, was jetzt nicht viele 6 Dings oder so. Ja. Und halt Resistance ein bisschen, aber halt Angriffsgeschwindigkeit plus, das brauchst einfach einen bestimmten Wert. Sonst haben wir die Identität auf 14 gerade Wert. 15. Ich meine eher stufenweise nicht. Also, ne? Ach so. Hau 15 ruhig. Oder kannst du genau 14. Ja, dann mach halt 14. Oder wir fressen halt Seelen, ne? Ja, wieso, wenn du jetzt hingehst, dir das Ding holst, dann musst du ja erstmal noch ein paar Gegner töten. Ne? Da haust du es dann auf 15 und da kannst du erstmal lassen auf 15. Du brauchst da nicht gerade anfassen. Für eine lange Zeit. So. So, dann setz dir jetzt schon mal den Hut auf, denn ich glaube nicht, dass du jetzt so viel Death noch von dem Hut brauchst. Weil du ja jetzt viel stärker bist und mehr Leben hast, da kannst du dir jetzt diesen Wanderrogi aufsetzen. Außerdem sieht das sehr gut aus. Wir können ja mal ganz kurz bei Nein. umschalten oder einfach anzeigen. Ja, ich. Wir machen nichts weiter. Okay. Machen die Rüstung irgendwas oder eine Hose? Doch, alle Dings können was machen. Aber das steht dann halt. Meistens steht's immer da. Manchmal steht's halt auch im Text. Ja. Ja. Sollen. Das sind diese normalen machen Sachen, die machen ähnlich. Ja. So meistens ja von NPCs eventuell. Ja, so meistens kann. So, ja, so höher wertig gekommen. Ja, genau dahin und rechts, genau. Rechts bei dem. Ja. Okay. Gucken ja. Sie, wie gut Ihr Barretta aussieht. Das Barretta ist so schön. Wir haben Gravierungsring bringt uns auch nichts, oder? Ja doch, wenn du jemanden summonen willst, dann wird die Range größer, indem du. Also der Bereich, ob du die jemanden sammeln kannst oder nicht, weil das geht ja nach dem Level von deinen Seelen, wie viele Seelen du hast. So. Dann ist es. Ah, siehst du, die macht ja halt eigentlich keinen Schaden.